Was geht ab, Leute? Euer Altin Zinuni hier. Willkommen auf meinem Kanal. Heute drehen wir einen Tag mit mir. Wir haben gerade 10 Uhr morgens und wir begeben uns gleich schon zum Sparring. Dann nehme ich euch mit und später grillen wir gemeinsam und drehen ein paar Challenges für euch. Ganz spät in der Nacht wird unser Teamkollege Abus Magomedov kämpfen gegen den siebtplatzierten Middleweight-Kämpfer Sean Strickland. Da werden wir auch dazu ein Reaction-Video drehen. Abonniert auf jeden Fall den Kanal, liked das Video. 77% der Zuschauer haben den Kanal noch nicht abonniert. Ein Abo kostet nichts und ich freue mich auf jeden, der mich unterstützt. Was geht ab, Alter? Was machen wir gerade? Wir begeben uns gerade auf zum Sparring und wir haben 10 Uhr morgens gerade. 11 Uhr beginnt der Sparring. Ja, wie gesagt, wir befinden uns eine Woche vor dem Kampf. Und ja, alle sind da, Marc, Ivan, Islam. Eigentlich ist das Sparring immer top, aber heute ist die Kamera dabei. Und ich weiß jetzt nicht, wie die darauf reagieren. Weißt du, manche sind immer vor der Kamera, machen auch hartes Sparring dann, ne? Ja. Aber ich glaube, wir sind alle gut. Wir sind ja auch Kollegen, auch im Privaten. Ich hoffe, die sind ein bisschen gnädig mit mir heute. Wir sehen uns gleich beim Sparring. Usta. So, meine lieben Freunde, wir befinden uns jetzt im UFT-Gym. Wir sind eine Woche vor dem Kampf, das letzte Sparring. Und die Jungs werden mich dabei unterstützen. Wir werden heute 5x3 Minuten Sparring machen, hartes Sparring, intensiv. Und ich zeige euch gleich mal Eindrücke. Arena, Babam. Wir hatten schon 6 Runden Sparring. Aber für die Vorbereitung knallen wir nochmal 6 Runden drauf. Jawohl. Da werde ich bald kämpfen. Sieht man das? Ja. Auf UFC. In 5 Jahren. Charlotte. Technik, Mr. Jeff. Kommt immer schön gut mit Jeff rein. Sehr schwieriger Gegner, Ekel. Takedown ist auch gut. Perfekt, Run. Sparring ist beendet. Vorzeitig. Was? Also gute Runden, ich fühle mich gut, Ausdauer top. Der Ivan hat zwar ein bisschen rumgeworfen. Lieber im Training als im Kampf. Oh. Im Kampf wird das niemals passieren. Gänsehaut. Niemals. Gänsehaut. So, Bruder, erzähl mal. Wir befinden uns jetzt in der Hut und holen ein bisschen Fleisch beim Türken, sodass die Muskeln auch ein bisschen wachsen. Wir werden nicht nur die Gegner gesmashed, sondern auch die Burger. Weißt du? Steckt hier. Das wird heute gesmashed. Nicht nur die Gegner. Also meine Freunde, ihr seht hier die Soßen, ne? Vor allem die hier, meine Freunde, die ist echt schlimm. Also heute gibt es eine Hot Sauce Challenge, wo die Jungs ihr Kämpfergeist unter Beweis stellen. Astrid, willst du mal probieren eine Soße? Willst du mal Platz 5 probieren? Ein kleines Stück. Ja? Platz 5 ist das? Das ist Platz 5. Bruder. Also ich hab das gerade runtergeschluckt. Take a look at these diamonds, wrong as a life is squinting, can't just stare. We're bay through thick and thin, she already fixed, so I'm halfway there. Brown and bad, could have changed my mind, I was halfway there. 100 meters, I just put 9 gel in a sprinter. Heute am Grillen, Leute. Altin ist gerade nicht da, der macht da irgendwas fertig. Ich achte hier schon mal so lange auf das Fleisch. Bisschen hin und wieder drehen, pass einfach lieber nicht an. Hier drin, siehst du? Ah, Wallah. Siehst du blau? Blau? Ja, Mann, das ist schon ein bisschen dick hier drin. Ey, das ist doch krank, Bruder. Leute, ich bin seit meinem 4. Lebensjahr am Ringen. Ich habe nicht mal einen Ansatz von Ringerohren. Jetzt komm mal näher, Kameramann. Jetzt guckt euch mal bitte diese Ohren an. Dieser Typ ist krank. Ich habe Ringen gemacht, da hat er noch Fußball gespielt. Das kann nicht sein. Die weltberühmten Smashburger, ihr müsst euch erstmal so eine Kugel reinballern. Dann nehmt ihr Backpapier, klatscht das hier drauf und dann, Bruder, müsst ihr das smashen. Jetzt guckt jetzt, wie das gesmashed ist gleich.
Guck mal, Bruder, jetzt nimmst du diese Backpapier weg. Sehr ehrlich, Bruder, smash, man. Sprinter, two gal in a van, in a. Two man in my line, heard one of my things dating. P Diddy need 20% or whatever she bags. Outside, my head in my hands. Nein, wer weiter ist, dann sag ich 1 Million oder so. Also, Alti, erzähl mal, Bruder. Was haben wir heute gemacht? Also, wir haben gerade vorhin gegrillt, Chili-Challenge gemacht. Und um ehrlich zu sein, geht's mir immer noch ein bisschen, bin ich immer noch angeschlagen von diesen Chilis. Hast du eine Frage überhaupt falsch beantwortet? Nein, Bruder. Das definitiv nicht. Ich habe von Anfang an gesagt, ich werde keine Frage falsch beantworten. Bruder, Brain. Aber weißt du, die anderen? Warum machst du dann Chili? Für die Klicks. Spaß. Und wer hat die meisten gegessen? Wer hat am meisten Soßen probiert? Ich glaube, der auf meiner linken Seite, der Ivan. Der kann nicht mehr reden. Die Stimme verschlagen. Was machen wir gleich? Wir fahren gleich nach Leverkusen zu unserem Bruder Afdi und schauen den Kampf von Abus in seinem Café. Und dazu gibt es auch noch eine Reaction. Grüße. Gleich spiele ich gegen Ivan FIFA. Und wenn ich gegen den verlieren sollte, endet das Video. Was sagst du, Kräuterbutter auf Steak oder was? Ohne Kräuterbutter wird kein Steak gegessen. Ich schwöre, da muss diese Kräuterbutter drauf.